Wir haben es heute tatsächlich geschafft, den ersten, den zweiten Boss zu besiegen. Nicht den ersten, den zweiten. Hi. Komm schon. Da. Kann man auch ein bisschen überlappen lassen, wie es aussieht? Das ist gut. Wieso kann ich das hier nicht hinpacken? Was ist da los? Hier geht's. Ah, jetzt. Ah, gut. Ging doch. Ist nur teilweise ein bisschen... Ich meine, gut, hier ist der Boden auch nicht eben. Ne? Das ist ja... schwierig. Au! Ja... Oh, wir haben kein Holz mehr. Schon wieder. Wie viel von dem haben wir? Oh, auch nicht mehr so viel. Also wir kriegen noch zwei hin, aber das war's dann auch schon. Weites Mal. Uff. Steine im Weg? Nee, Steine waren ja eigentlich keine. Ich glaube jetzt einfach, das ist uneben. Oh. Oh ja, das ganze Unterholz mal wieder weg. Ich glaube, für die Birke sind wir immer noch nicht stark genug. Jetzt ist er schon wieder. Da haben wir mal sehr, sehr viel Hunger. So. Machen wir mal weiter. Das Holz reicht nicht. Ja. Müssen wir den Wald aufräumen. Habe ich mir schon zwar schon zigtausend Mal vorgenommen, aber irgendwie. Ach, naja. Ne. Hallo. So. Ja, ich habe es heute tatsächlich mal geschafft, den zweiten Boss zu erlegen. Letzte Woche sind wir gegen ihn nicht angekommen. Da hat er mich mehrfach geplättet und dann hat er unser ganzes Zeug hat er dann halt bewacht. Und ja. War dann erstmal kein Rankommen mehr. Aber mittlerweile haben wir alles wieder. Mittlerweile ist er auch tot, also der große Baum da. Und ich muss sagen, nicht schlecht. Und es scheint auch so ein bisschen gegen die Viecher zu helfen. Wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. So. Wir brauchen ja eh mehr Kupfer und alles, ne? So, Holz haben wir noch. Kernholz. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal in den dunklen Wald demnächst. Wir könnten noch einen Bronze herstellen. Bronze. So. Bronzenägel brauchen wir noch nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht wofür. Man könnte jetzt schon ein paar Geldhaufen machen, aber... keine Ahnung, wofür die gut sind. Hier sind wir auch noch nicht so weit. Da kommt alles noch. Ja. Waren weg. Ups. Nee. Da wollte ich hin. Wollte mal kurz mit dem Harz hier unsere Fackeln aufladen. Ich weiß nämlich nicht, wie bunt da die sind. Ja, schon ordentlich. Und ja, ich hätte gerne oben auch Schilder, aber man kriegt die so schlecht dahin. Und dann muss man sich halt merken, was wo drin ist. Ist dann halt so. Ja. Und draußen sind nämlich auch alle Fackeln aus. Hier hinten haben wir noch eine Tür. Da hinten haben wir noch eine Tür. Dann hier die Fackeln auch. So. 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 Und ein Holz. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, auch jetzt könnte man ja eigentlich auch mal loslaufen und den Sumpf suchen, aber nicht bei dem Wetter.
Bei dem Wetter ist er schwer zu erkennen, da ist nämlich alles Sumpf. So. Pilze. Was machen wir jetzt damit? Wir haben so viele. Vielleicht sollte man mal wieder ein paar heulen. Oh. Ich brauche Holz. Ich hab doch für... Pilze sind wichtig. Das glaube ich. Ich weiß nur noch nicht wofür, aber wir werden es rausfinden. Mhm. Ich hätte gern 5 Holz. Danke. Ich sagte, ich hätte gern 5 Holz. Danke. Oh. Ich brauche ein bisschen mehr Holz. Nee, ist nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Und damit ist das Feuer wieder an. Sehr schön. Und zieht ab. Ist es gut. Bei so einem Wetter ist es doch schön, wenn man zu Hause bleibt, sich was Schönes, Leckeres kocht und sich ganz entspannt zurücklehnt. Ja. An sich, ich mag Regenwetter, solange ich nicht draußen sein muss. Ein guter Rauchabfang. Also guter... Ja. Machen wir uns ein bisschen was zu futtern und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinlaufen. Der Pfeil sagt nach unten oder wir müssen nach oben von hier. Und ist das vielleicht... Nicht hier? Aber vielleicht hier so die Ecke? Da ging es ja irgendwo hin. Man könnte sich auch hier mal umgucken. Ich glaube, hier könnten wir uns tatsächlich mal umgucken. Das ist am dichtesten dran. Wir haben ja jetzt ein bisschen Troll. Ja, wir könnten theoretisch die Lederhosen mal aufwerten, damit wir ein bisschen mehr besser geschützt sind. Weil der hat jetzt eine Rüstung von 6, die haben eine Rüstung von 8. 2 mehr ist immer gut. Je mehr Rüstung, umso besser. Könnte man ja jetzt mal schnell machen. Wir brauchen das da und das da. Aufwerten! Lederhosen! Achso, braucht ihr nur 2... Volllederhosen bräuchten wir Stufe 4. So, okay. Ja gut, dann... Na schön. Noch irgendwas? Nee. Wenn wir schon mal hier sind. Holz weg. Gucken, ob das Essen angebrannt ist. Nee, sieht gut aus. Connect into Chat, okay. Wie hat heute mein Tablet wieder mal seine Probleme mit der Verbindung? Weiß auch nicht. Gibt so Tage. Na, Miet, spinnst du dir da ein? Ja? Spinnst du dir da ein? Meiner Kater. Ist gerade neben mir und pullert sich in dem einen Kratzbaum rum. Oh. Muss man lieben. Muss man einfach lieben. Geht nicht anders. Grasland. Mach da mal hin. Mach da mal hin. Hallo Roger. Hi, wie geht's? Willkommen, willkommen in unserem Kochstream. Wobei, wir sind gerade fertig mit Kochen. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen. Oh. Ich will bei dem Wetter aber auch nicht raus. Lass mich bitte nicht jetzt raus, okay? Naja, wir können ja hier jetzt
Was ist da los? Weghauen, weil wir haben den Grabstein ja nicht mehr. So. So, okay. Also wir haben vorhin von dem Gegner einen sumpfigen Schlüssel bekommen. Teilweise von verkrusteten Schlamm bedeckt. Übel riechend. Aha. So, das heißt also, wir könnten uns dann nachher auf die Suche machen. Oder jetzt halt, bei dem Wetter. Macht sich bei dem Wetter immer gut. Okay, dann auf nach Westen. Also eigentlich in die Richtung. Ach, wer hat denn nur das Wetter bestellt? Wie wir dann tut's auch. Was ist los, Thor? Oh, bestimmt, weil Thor Hammerschlag da ist, ne? Immer wenn Thor nämlich mit seinem Hammer schlägt, dann gibt's Donner und Blitze. So. Da haben wir's. Ein Himbeerchen noch mit eingesteckt und dann üben wir mal wieder eine Runde kraulen. In welche Richtung? Oh, da ist eigentlich der Stein, zu dem wir... Wie geht's dir stets? Oh, mir geht's gut. Mit meinem Pullover komme ich voran. Man sieht zwar noch nichts, aber ist egal. Und ja... Wir haben heute den zweiten Boss besiegt von 6. Ich bin beeindruckt. War ja auch schon so ein bisschen aufgeregt, weil, oh mein Gott, das Spiel hatte ein Update, aber es war nur ein Patch. Wow. Wobei Patches ja auch wichtig sind, von daher ist ja schon schön. Es wird sich noch gekümmert. Naja, vorhin in der Pause mal kurz mir ein paar Kekse eingepfiffen und was hinterher getrunken. Das hat mein Magen mir wieder mal übel genommen. Ja, ich bin ja jetzt mit meinen Stulpen fertig. Und habe jetzt das nächste Projekt in Angriff genommen, was jetzt ein Pullover wird. Mit einer sehr glänzenden Wolle, die aus Viskose und Seide besteht. Aber 100% Naturfaser, ich freue mich total drauf. Macht an sich total Laune, damit zu stricken. Es glänzt doch wunderschön. Pilze! Heute ist ein Pilztag wieder mal. Wir hatten vorhin in den Wäldern auch schon ganz viele Pilze. Hallo! Bist du auch ein Pilz? Ich glaube, du schmeckst nicht. So. Und jedenfalls ist das jetzt sozusagen das nächste Projekt, die nächste Ausbaustufe praktisch. Ja. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ich weiß, dass ich schon einen Fehler gemacht habe, aber der ist nicht so schlimm. Der fällt nicht auf. Nee, noch nicht. Ich wollte tatsächlich von den Stulpen die ein paar Bilder auf Discord. Ich hab's noch nicht geschafft, die hochzuladen. Es tut mir leid. Geschweige denn, sie zu machen. Also ich habe sie noch nicht mal gemacht, ne? Waren wir hier schon mal? Nee, es sieht so unbekannt aus. Also, Karte sagt, wir waren hier noch nicht. Ich habe hier vorhin erst was rot leuchten sehen, aber habe ich mich wohl geirrt? Schade. Mehr in die Richtung? Sehen wir doch mal, wo wir ankommen. Einfach mal so querfeldein in die Walachei. Ist immer schön. Macht immer Spaß. Mal ein bisschen die Gegend entdecken. Was Sumpf? Was ist denn hier so nebelig? Einfach nur so? Ich schätze mal ja. Hi. Da ist eine Truhe. Lass mich durch. Ja. Alles nehmen. Geld nehme ich immer. Wir haben mittlerweile so viel, wir müssen wirklich langsam den Händler finden. Ominös, ominös, ominös.
Alles sehr ominös hier. Gibt's ein paar Steine? Hier ist einer, aber der ist der zum Uralten. Okay. Da irgendwo was? Nee, sieht sehr uninteressant aus. Immer schade. Die Gebäude sehen immer sehr spannend aus, aber ansonsten ist das immer sehr alt. Was ist das? Hab ich doch was gesehen? Ah nee, das ist nur ein nasser Stein. Alles klar. Nur ein nasser Stein. Ich dachte, hier steht jemand. Da haben wir wieder so einen Grabhügel. Hallo? Ja doch, weil ich habe es jetzt schon mehrfach angekündigt und immer noch nicht gemacht. Das ist, ich bin nicht sehr zuverlässig, was das angeht. Sonne kommt raus. Ach, schön. Jetzt ein Regenbogen, wäre cool. Die sind so schön bunt. Und alles, was wir hier haben, ist, glaube ich, Eis und Schnee. Da ist nichts Sumpf. Da ist ein Troll. Steht breitbeinig da. Okay, einmal rennen durchs Schneegebiet. Einmal eine Runde erfrieren. Bitteschön. Mal gucken, wie groß das ist, weil das letzte, wo wir waren, war nicht so groß. Da konnten wir einmal kurz durchlaufen. Scheint hier auch der Fall zu sein. Das ist gut. So, wo sind wir denn hier? Ganz unbekanntes Gelände, hallo? Da springt einem das Essen glatt entgegen. Ja, ich mag euch auch nicht, aber ich schmeiße ja deswegen nicht gleich mit Steine. Wieder Düsterwald, ne? Ja, ist wieder. Da ist sowas. Hallo? Du hast mich aber gerne. Oh Gott, ein Fan. Ich hab mir sagen lassen, so ist es auf TwitchCons. Da ist eine Trollhöhle. Hallo? Bei dir ist doch bestimmt eine Kiste, ne? Darf ich mal reinlinsen? Darf ich mal reinlinsen? Ich möchte bitte reinlinsen. Ich häng fest. Nehme ich. Aber Pfeile nehme ich immer. Da gehen wir nicht rein. Ja gut. Gehen wir da runter? In die Richtung und gucken mal, was da ist. Also da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Nest. Und hier springen wieder die Fische. Ja, wird schon. Wenn ich dran denke. Und genau da ist der Haken. Ich denke nicht dran. So. Wo dann? Ach so, du bist ein Reh. Ich habe mich schon gewundert, was hier komisch steht. Ich gehe mal davon aus, dass wir für den Sumpf viel, viel weiter müssen. Da findet wieder eine Schlacht statt. Finde ich gut. Mag das, wenn die sich gegenseitig verprügeln? Das dürfen die gerne tun. Ja, wie in Minecraft, ne? Das machen die das ja auch ganz gerne mal. Da hat dann der eine was gegen den anderen das ist unser Mensch? Nein, das ist unsere. Und dann wird sich geprügelt und letzten Endes kriegt keiner den Menschen, weil, ja. Gut, schwimmen wir mal rüber. Ein bisschen Training ist immer gut. Da drüben ist Land. Ach, da kommen wir an. Okay. In der Gegend waren wir schon mal. Da springen wieder Fische. Springt an Land, bitte. Da kann ich euch einsammeln. Ja, was? Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Brauchen wir nicht. Haben wir noch so viel im Lager, was kaum benutzt wird. Oder so gesehen gar nicht genutzt wird und... Oh! Brauchen wir jetzt hin? Ein bisschen Zinn haben wir noch, aber... Ach, kann man immer gebrauchen. Gib mich das. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir es Zinn mit. Ups. Ich bin ja mal gespannt, was der nächste Gegner für ein Ding ist. Eigentlich müssten wir ja nur den Pfeil folgen, ne? Wir müssten jetzt eigentlich in die Richtung. Weil ich glaube, der Pfeil zeigt immer in den Gegengesetzten zu dir, wir müssten. Ich muss sagen, wir sind gerade viel zu weit nach Westen gereist und müssten eigentlich nach Osten. Kuppa. Kuppa ist gut. Zinn. Wir haben ein bisschen Zinn und Kupfer mit. Ich meine, wir müssen sowieso unsere Rüstung ausbauen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, ich wollte das mitnehmen, danke. Stein. Oh, Mann, ich. Hallo. Ich komme gerade nicht aus dem Wasser raus, sorry. Ich kann mich nicht um dich kümmern. So, einmal. Wie sieht's aus? Wir haben noch ordentlich Platz im Inventar. Wir können noch ordentlich was mitnehmen. Ja. Spitzhacken auch gleich ein bisschen aufgebessert. Das ist gut. Was habt ihr denn da? Ja, den Vogel erschlagen oder was? Hä? Sieht bald so aus. Ich glaube, da hat vorher ein Vogel gesessen und jetzt ist er weg. Oh, wir sind zu dicht an dem Nest dran. Alles klar. Okay. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe gerade gar keine Ausdauer. Brenne! Brenne! Du auch. Ach, dang it. Brennt noch was? Okay. Die anderen sind nämlich nicht ganz so heavy. Das heißt, also da können wir ein bisschen draufhauen. So, einmal draufgehauen. Nochmal draufgehauen. Zauster hatten wir noch nicht, oder? Das kommt mir so unbekannt vor. Hallo. Ah ja. Oh, war ja. Ist ja ein ganzes Nest. Also eigentlich ist das Nest da drüben, aber hier sind die ganzen... Grauzwerge. Aber mit unserem tollen Speer kommen wir da auch gut voran. Ja, gar kein Problem. So. Ein paar Lederreste, gut. Was wir machen können, ist mal wieder Steine weghauen. Und das da. Auch keiner. Ist drin? Nee. Nehmen wir. Nehmen wir wieder ein paar Pfeile. Jede Menge Loot. Kurz davon mal sagen, spielen, weil es ein Kumpel von mir gespielt hat. War nur von kurzer Dauer bei ihm, ich hab halt gespannt. Oh no! Ich meine, so gesehen, ne, irgendwann könnte man ja auch mal zusammenzocken. Muss es nicht? Ah, Tim. Das ist eine Menge Zinn. Ah ja, genau, deswegen hatte ich auch den Punkt da markiert.
Weil an sich macht es echt Laune. Und ich hätte nicht übel Lust, das vielleicht irgendwann tatsächlich mal mit noch mehr Leuten zu spielen. Ich glaube, zu mehreren kann man hier echt mehr reißen als alleine. Ich meine, man kann es alleine spielen, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher für Multiplayer gedacht. Haben wir irgendwelche Steine wieder, die wir nicht brauchen? Nee. Da ist noch Kupfer und wir haben hier. Nee. So. Mir ist das Zinn gerade wesentlich lieber als das Holz. Weil Holz haben wir auch vor Ort, das ist gar kein Ding. Wir schon wieder so voll sind, meine Güte. Okay. Ach, Menno. Wir sind aber auch irgendwo blöd, ne? Der da so durchrauscht. Eine Kammer machen. Oder das müssen dann halt. Du brauchst dich gar nicht heilen, du brennst sowieso gleich. Au. Ja, offenweise Zeug mitgenommen hat sich nicht. Ich dachte gerade, da hätte sich ein Troll bewegt, aber es war nur ein Stein. Eieiei. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wieder Holz eingesammelt. Brauchen wir nicht. Geh weg. Aber warum war dann nach einer Woche der Spaß schon wieder vorbei? Ich meine, was ist da los? Seven Days to Die, ich hab's ja bei Gronkh gesehen. Scheint ja eigentlich ein richtig geiles Spiel zu sein. Hat doch Potenzial für mehr, oder? Oder rauscht man da wirklich so schnell durch? Das Leben. Oh, okay. Verstehe. Ich verstehe. Okay, dann geht's wieder in die kalten Lande. Da wollen wir gar nicht hin. Ich möchte jetzt eigentlich gerade erstmal wieder nach Hause Zeug abladen. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Wo sind wir eigentlich? Ja, okay. Lass mal in die Richtung weiter. Die sind wirklich sehr anhänglich. Hallo. Bitte hören Sie auf, mich zu verfolgen. Das macht man nicht. Grundsätzlich sehr unhöflich. Wo geht es eigentlich in die Richtung? Entschuldigt. Neugier und so. Inventar ist voll. Aber die Neugier. Ich muss doch wissen, wo es hier hingeht. Eigentlich in den Dunkelwald. Also von daher ist es... Ewusch. Hey, wir wollen nach Hause. Okay. Neugier besiegt. Ab nach Hause. Was ist los? Ja, bei uns war es halt so. Immer wenn er Zeit hat, hatten wir keine Zeit. Oder müssen wir Zeit und Lust hatten, hat er keine Zeit oder Lust. Ah. Wir haben keine Zeit in dem Sinne, weil wir arbeiten. Schichtarbeit. Ach du. Ja. Also auch blöd dann. Ja, Erwachsenen. In der Hinsicht ist Erwachsenenalter echt blöd, ne? Ich verstehe auch nicht, wie die Leute das hinkriegen, die dann sich spontan zu irgendwas treffen können. Kann ich gar nicht. Könnte ich nicht. Woher soll ich wissen? Ja, ich meine, selbst mit oder ohne Arbeit, aber oder selbst mit einer Arbeit, die halt geregelt ist. Woher will man wissen, ob man an dem Tag wirklich kann? Beziehungsweise, keine Ahnung, nee, Quatsch, umgekehrt. ja, da plant man doch langfristig, weil, keine Ahnung. Ich meine, klar kann sich auch immer kurzfristig was ändern, aber irgendwie... Nee, weiß nicht. Kann ich nicht. Oh.
Ja. Ist halt schwierig, ne? Gerade jetzt so. Aber in der Hinsicht ist Erwachsensein echt kacke. Man hat kaum Zeit für so einen spaßigen Kram. Weil es halt immer irgendwas herrscht.